Ackerbohnen sind im Allgemeinen erntefähig, sobald der Bestand nur noch wenige grüne Stängel aufweist und ein Großteil der Hülsen bereits abgestorben sind. Der richtige Erntezeitpunkt bei Ackerbohnen entscheidet über einen erfolgreichen Drusch. Dabei ist die Kontrolle der Feuchtigkeit extrem wichtig. Die Ackerbohnen sind ab einer Kornfeuchte von 18% oder weniger druschfähig. Zur Vorbereitung des Ackerbohnendruschs gehört auch die richtige Einstellung des Dreschers auf die jeweiligen Erntebedingungen. Die meisten Drescher bieten Fruchtartenkonfigurationen an, die der Landwirt übernehmen kann. Bei der Schneidwerkseinstellung kann zunächst mit der Konfiguration aus dem Getreide gearbeitet werden. Unter schwierigen Erntebedingungen, wie zum Beispiel verunkrauteten Beständen, können schrittweise Ährenhebe entfernt werden, um den Gutfluss zu gewährleisten. Bei Vario-Schneidwerken sollte die Tischlänge so eingestellt werden, dass abgeschnittene Pflanzen möglichst nicht an die Förderschnecke fallen, um Vorernteverluste vor dem Schneidwerk zu vermeiden. Hierbei dient die Skala an der Seite des Schneidwerks zur Orientierung. Zur besseren Reinigungsleistung sollten die Windklappen des Gebläses auf die letzte bzw. vorletzte Stufe eingestellt werden. Die Reinigungsleistung wird erhöht, wenn der Wind möglichst senkrecht und möglichst steil durch die Siebe geleitet wird. Die Vorfahrtsgeschwindigkeit beim Drusch sollte angepasst sein. Weniger Aufwuchs bedeutet schnelleres Fahren, höherer Aufwuchs bedeutet langsameres Fahren. Zum gut gelungenen Bodendrusch gehört die richtige Sorte. Während der intensiven Zuchtarbeit bei der norddeutschen Pflanzenzucht werden tausende Sortenkandidaten europaweit getestet. Der Drusch erfolgt dabei mit denselben Einstellungen wie in der Praxis. Das Erntegut dieser Parzellen wird im Labor auf die wertgebenden Inhaltsstoffe hin untersucht. Nur die besten Kandidaten werden später zu Sorten für die Praxis. Saatenunion. Züchtung ist Zukunft.